Skulpturen sind für mich jetzt sehr wichtig geworden. Vielleicht, weil ich habe sehr lang gemalt und sehr viel gezeichnet. Irgendwo seine Medien wechseln, ist doch nötig mittlerweile, sicher. Aber die Steinkonstruktionen haben mich immer ganz fasziniert. Ägyptenkonstruktionen wie Mayas, wie Inkas, ist für mich der einzige Kunst, was bleibt stehen auf der Welt heute noch. Und das fasziniert mich. Die Malerei angreift manchmal die Ewigkeit. Es kommt darauf an, welches Museum wir haben über die gebaut. Weil natürlich ein sehr wichtiges Bild, wie die Bilder von Leonardo da Vinci sind im Louvre Museum beschützen. Und dann diese Bilder 500 Jahre später sind noch möglicherweise da, in das gleiche Raum als der Publikum. Wer kommt jeden Tag mehr und mehr, um zu das schauen? Was passiert morgen, wenn unsere Welt entscheidet, um alles zu kaputt machen, wenn unsere Klimakette nicht mehr, wenn unsere Konstruktionen sind nicht stark genug, um beschützen unsere ganzes Geschichte. Das ist ein Problem, die Kunst. Das ist ein Problem der Künstler. Ich glaube, der Künstler sucht immer noch und immer weiter die Ewigkeit zu leben. Wie geht die Freiheit oder mit Freiheit, wenn möglich ist? Der Steinarbeit gibt mir dieses Gefühl, um die Ewigkeit zum Arbeiten können. Das ist das stärkste Material, was wir können finden. Er ist da überall über uns. Unsere Berge sind voll auf riesige, wunderschönen Steinen. Und wir können nur wählen als Künstler zu sagen, okay, ich werde jetzt was erzählen in diesem Stein und das wird ewig da auf die Erde bleiben, wenn der Klimat wechseln oder nicht, wenn es gibt eine Kirche gebaut dafür oder nicht. Diese Arbeit, diese Gefühl, diese Gedanken wird bleiben immer wieder am Leben auf der Welt.